Wir lassen das einfach mal so stehen. Das hat hoffentlich keine Anspielung auf die Wirklichkeit. Ich glaube, keiner wird das checken. Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Und wir kommen zu einer Mini-Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Wir haben neulich schon angekündigt, dass wir mal eine Mini-Folge oder Mini-Folgen probieren wollen, wo wir ganz kurz über Themen sprechen, die ihr uns vorgeschlagen habt. Heute mit dem Thema Träume. Weil ihr wolltet gerne, dass wir über Träume reden. Aria, was ist dein verrücktester Traum, den du jemals hattest? Okay, also ich habe schon echt weirde und verrückte Träume gehabt. Mhm. Ich erinnere mich höchstwahrscheinlich nicht mal an den verrücktesten, weil... Fertig. Wir sehen uns dann nächste Woche? Ja. Okay. Nee, weil, kennst du das auch? So, man wacht immer auf und dann, es ist noch da, mhm, aber mit, du merkst so, wie jeder Sekunde, die vergeht, desto mehr vergisst du deinen Traum. Mhm. Und so manchmal schaffst du es so, den doch noch zu catchen. Also, get you, motherfucker. Ja. Aber so manchmal ist er einfach gone. Ja. Und so habe ich schon echt viele Träume verloren. RIP an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, mitunter eines meiner weirdesten Träume, zählt auch zu meinen ältesten Träumen, ist, ich werde verfolgt. Mhm. Also ich habe in einem Haus gelebt. Aha, in dem Traum. In dem Traum. Und da gab es einen Pool. Aber der war leer. Und ich wurde verfolgt von einer riesigen Echse. Okay. So Eidechse oder irgendwie sowas mäßiges, ich weiß nicht. Ja. Und ich glaube, der will dann am Ende immer auf mich schießen. Ich bin dann unten im Pool. Mit was? Ich glaube, mit der Kanone. Hat sie dann so menschliche Hände oder hatte sie so... Die hat jetzt nicht so Waffen-Echsen-Hände oder sowas, sondern ich glaube, die hat dann einfach so eine Waffe einfach so gehalten einfach. Kennst du das nicht? Du siehst manche Details, siehst du nicht. Ja. Manche Details siehst du unnötig genau und manche Details, du weißt, okay, der hat eine Waffe gehalten, aber wie er es gehalten hat, weiß ich nicht. Und ich bin dann so an der Wand und ich kann nicht mehr wegrennen und ich war irgendwie auch in dem Traum überhaupt nicht gut im Rennen. Dann kommt das immer näher und dann kam der schlimmste Part und das hat sich immer wiederholt. Ich habe geschrien und geschrien, aber aus meinem Mund kam keine Stimme raus. Das war immer nur so ein... Boah, das kenne ich. Ja? Ja. Das ist das Schlimmste, wenn dir gerade irgendwas passiert und du rufst und da kommt nur wie heißt das, Flüstern raus. Ja. Boah. Krass. Das heißt, du kennst das auch, ja? Ja. Also was ich dazu sagen muss ist, ich kann immer voll schwer über Träume reden, weil ich schon lange nicht mehr träume. Ah, okay. Also doch, ich habe mal gehört, man träumt immer, aber man vergisst sie immer. Aber ich... Aber nicht bewusst geträumt. Nee, voll lange nicht mehr. Was, also zumindest nicht mit Erinnerung. Deswegen ist immer so, keine Ahnung. Aber ich kann mich erinnern, dass ich früher, ich habe irgendwie das Gefühl, das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, weiß ich gar nicht. Erzähl. Ich hatte früher immer einen Traum, den hatte ich richtig oft. Und zwar war ich im Auto, aber als Kind und ich war halt auf dem Rücksitz und meine Eltern sind gefahren. Und ich saß hinten rechts und ich weiß, dass wir auf der Autobahn waren und neben uns ist so ein Lastwagen gefahren. Okay, also die Story habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Ja. Okay, ja, in dem Traum ist neben uns ein Lastwagen gefahren, was sowieso irgendwie immer schon voll... Kennst du das? Das ist immer voll, voll unangenehm. Seit Final Destination sind... Ich mag es generell nicht einfach. Ach so, ja, okay, das auch. Also, wobei, vielleicht ist das auch wegen dem Traum, aber ich mag es generell irgendwie nicht, wenn man neben einem Lastwagen ist. Und wir sind dann gefahren, der Lastwagen ist neben uns und ich gucke aus dem Fenster so nach oben, sodass ich quasi den Fahrer sehen kann, weil der quasi genau neben uns ist dann. Und der guckt mich an und in Zeitlupe schreit er mich an. Und da kommt aber kein Ton. Oh. Und ich bin auch in Zeitlupe und ich verstehe nicht, was passiert. Und dann kippt der Lastwagen plötzlich auf unser Auto rauf. Aber beim Fahren. Also alles ist Slow-Mo und plötzlich kommt das immer näher. Und er schreit einfach mich aber an, während er kommt. Warte mal. Hat er dich so angeschrien, um dich zu warnen oder hat er dich fertig gemacht? Es wirkte eher so, als ob er so wütend auf mich wäre. Ich sterbe, aber vorher mache ich dich noch fertig. Und diesen Traum hatte ich früher richtig oft. Echt? Ja, andauernd einfach. Und ich weiß nicht... Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Bist du jemand, der so Traum deutet? Also ich weiß, dass Träume ihren Ursprung und ihre Bedeutung haben. Und das meine ich jetzt gar nicht mal auf so mystische Art und Weise, sondern dein Gehirn, also es passieren ja tagtäglich super viele Sachen, die du vielleicht in dem Moment gar nicht verarbeitest. Hm. Und ich denke mal einfach, was heißt ich denke, ich habe mir das nicht ausgedacht, aber so im Schlaf wird das halt verarbeitet. Ja. Und was ich jetzt denke, weil darüber habe ich kein Wissen, dass einfach eine Art und Weise ist, wie sich das, sage ich mal, im Verarbeiten ausdrückt, dass es visuelle Reize entstehen. Und dementsprechend denke ich, dass Träume oftmals, nicht immer, mit irgendwas zu tun haben, was wir verarbeiten. Aber jetzt kommt das Ding. Die sind oftmals so abstrakt,
dass ich keine Verbindung zu irgendwas herstellen kann. Ja. Weil so, ich hätte diese eine Echse damals, das war ein Zeichen, hätte ich, weiß ich nicht, irgendwas. Ja. Und dann ist es eigentlich so, du sollst nicht so viel Käsebrot morgens essen und das zeigt sich in so einem Traum raus. Dang. So, weißt du, was ich meine? Die Verbindung. So, das könnte sein, weiß ich nicht. Hast du schon mal in einem Traum was gemacht, was du so im wirklichen Leben niemals machen würdest? So irgendwas, wo du dir dachtest so, damn, warum habe ich denn das geträumt? Ich glaube ja, aber ich erinnere mich nicht an die Träume. Du glaubst? Also bei mir jetzt gerade nichts einfällt. Ach so. Kann ja sein, dass ich mich an irgendwas erinnere, aber woran ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Ich habe meistens entweder, ich habe auch vor lange gar keine Träume gehabt, aber in letzter Zeit träume ich voll viel, ich weiß nicht warum. Aber ich habe auch vor lange gar nicht mehr geträumt und ich war so, gibt's das überhaupt noch? Yeah. Ich habe immer oder meistens entweder irgendwas super Weirdes geträumt, also nee, es war erstens immer super weird, aber entweder war es einfach nur super weird oder es war irgendwie, sag ich mal, gruselig. Grundsätzlich deine Träume immer, oder was? Also entweder weird oder halt, ja, gruselig, ja. Ach krass, du hast nie einfach was Normales geträumt? Es gab auch so, früher glaube ich, des Öfteren so sag ich mal, so... So Crush-Träume? Ja, genau, so Crush-Träume gab es eigentlich. Die Kacke ist, du wachst auf und dann bist du so verknallt in diese Person. Was? Echt? Kennst du das nicht so? Nein. Nee, gar nicht? Bei wem war das? Nicht existierende Menschen. Ach, nicht existierende Menschen. Ja. Ich war schon mal in eine Person verknallt, die nicht existiert. Ja. Und zwar mit der Antwort... Würdest du wahrscheinlich nicht rechnen. Aha. Ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt. Die eine aus Inuyasha. Kagome? Ja. Echt? Ich weiß nicht, warum. Ich meine, sie ist... Kann es nachvollziehen. Und ich glaube, ich war zu irgendeinem Punkt als Kind voll traurig, als ich so eingestehen musste, okay, sie existiert nicht. Ja, was heißt, ich habe mir nie nicht eingestanden, dass sie nicht existiert, aber ich... So nah am Sehen? Ja, so, wo du wirklich so einfach, there's no chance. Ja, genau. Egal, was ich jetzt mache. Ich muss jetzt aufgeben. Other than that, gibt es noch eine verrückte Kategorie an Träumen. Ich glaube, das habe ich eventuell schon mal entweder dir privat oder im Podcast erzählt. Und zwar träume ich immer wieder, sogar jetzt ab und zu. Ich laufe, ich bin irgendwo. Ja. Ich laufe und plötzlich kann ich todeshoch springen. Todeshoch. Und das gefällt mir auch voll, weil ich träume schon seit eh und je immer so davon, irgendwie so fliegen zu können oder todeshoch springen zu können oder so. Und ich springe dann todeshoch und so, das erste Mal ist so vielleicht 3 Meter. Ja. Dann springe ich wieder. Auf einmal bin ich so 50 Meter hochgesprungen, ja, oder weiß ich nicht. Ja. In dem Moment fühle ich mich richtig cool so, oder es fühlt sich gut an, bis ich dann so dabei bin, wieder auf den Boden zurückzukommen. Ich bin so, shit, ich kann ja nur hochspringen, ich kann nicht fliegen. Ja. Was mache ich jetzt? Und ich habe dann hier immer Todesangst. Also wirklich Angst zu sterben und Angst vor dem, was jetzt gleich passiert, wenn meine Füße aus 50 Meter Höhe, ja, auf den Boden... Ach, das hast du mir schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war, aber krass. Das erinnert mich an eine Sache, die ich auch hatte. Weil ich habe öfters früher Sachen geträumt, so, es waren normale Szenarien einfach. Du meinst ja gerade, bei dir ist immer das so weird gewesen. Genau. Ich hatte manchmal einfach normale Träume. Echt so, du schmierst dir so ein Stück Brot mit Marmelade? Also, jein. Also, es war Pfirsichmarmelade. Aber genau da, worauf wollte ich gerade hinaus? Das klingt richtig seltsam, okay? Aber ich lebe so mal normal mein Leben und plötzlich... stolper ich einfach und fall hin und wach auf. Echt? Ja? Aber so, hat nichts mit irgendwas zu tun. Ich rede gerade mit jemandem, wir laufen gerade zum Beispiel einfach nebeneinander und so plötzlich... Ich weiß nicht, warum ich gerade... Und kennst du diese Zuckungen, die man random hat, wenn man schläft? Ja, genau, und das passiert dann halt immer. Wenn man, oh! Das ist zu köstlich gerade. Ich bin einfach ausgerutscht. Auch relativ oft. Dass du so aufwachst, das ist zu heftig. Ja. Ich kenne das nur beim Einschlafen. Ich wach, glaube ich, nie so auf. Nee? Es ist nur, ich will schlafen gehen, ja, bin gerade dabei einzuschlafen und dann stolper ich. Oder ich falle einfach. Ja. Und das kennen ja viele, glaube ich. Und dann wachst du so wieder. So, und dann so, ja. Das ist auch richtig unangenehm, wenn man nicht alleine da liegt. Digga, was ist. Man chillt so gerade und plötzlich so. Oder, alles cool. Oder wenn du so ein Flieger oder sowas bist. Ja, zum Beispiel. Und so, ich war ja schon ein paar Mal so zwischen mehreren Leuten so. Ich bin ja sogar eingeschlafen und sowas. Und wenn dein Kopf so runterfällt, kennst du das? Oh ja, das gibt's auch. Das kenne ich aus den Buszeiten. Ah. Zu Schulzeiten vor allem oder sowas. Weil ich war dauerhaft müde. Hm. Dauerhaft zu wenig geschlafen. Mach das nicht nach, Leute, das ist echt scheiße. Jede Busfahrt war ein...
Und kannst dir richtig peinlich vor, so manchmal so sitzt dann gegenüber so ein hübsches Mädchen und du sitzt so da und irgendwann bist du so auf einmal der und dann machst du so den hier und denkst, oh shit, hat sie das gesehen? Und dann ist sie zum Glück ausgestiegen. Ah, schon längst. Schon längst, weil du bist viel zu weit gefahren. Ist dir das schon mal passiert, eingepennt und woanders hingefahren? Oh ja. Also, ich habe so viele Storys davon. Du weißt doch genau, wir haben öfters wollten wir uns sogar treffen. Ey, ich hab früher, oh mein Gott, ich bin schon so oft eingepennt und einfach irgendwo. Oder ich bin nicht mal eingepennt, so ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ja. Und plötzlich. Darüber regt man sich noch mehr auf. Das ruiniert auch den ganzen Tag, weil so. Ja. Vor allem in Berlin, wo so du teilweise auch eine Stunde fahren kannst. Ja. Und so, Bro, ich bin schon mal nach Buch gefahren und so irgendwelche komischen Außen. Weißt du, wo bin ich denn jetzt, Mann? Ich weiß nicht, ob... Doch, das war, glaube ich, Saman, also mein Bruder. Der ist, glaube ich, einmal hin, zurück und dann wieder hingefahren. So lange hat er... Aber ist er dann wenigstens dann trotzdem da angekommen, wo er hin wollte? Das weiß ich nicht. Weil dann wäre es wenigstens so... Muss ich ihn fragen? Du hast so kurz gepennt und bist trotzdem angekommen. Dann ist ja alles in Ordnung eigentlich. Okay, Leute, das war's mit der kurzen Podcast-Folge. Falls ihr das cool fandet, dass wir zwischendurch auch mal sowas hochladen, dann lasst es uns wissen. Vielleicht machen wir hier so ein Abstimmdings, wenn wir das nicht vergessen. Ja. Und was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, ihr könnt eure Vorschläge für die nächste Mini-Episode in die Kommentare schreiben. Natürlich wieder nur, wenn ihr auf YouTube seid. Und wenn ihr genau. Audioversion hört, dann... Dann könnt ihr uns gerne auf Instagram Direct Message schreiben. At Aria Lee, at Jay Samuels. Steht eigentlich hier. Nicht für die Podcast-Leute. Audio-Podcast-Leute. Audio-Podcast-Leute. Genau. Ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason. Peace and good night, San Francisco.